Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Ranch Sim in der zweiten Staffel mit der Fanny. So, ich habe jetzt mal hier diesen Bereich abgebaut, nee, beziehungsweise eigentlich war es dieser Bereich und der ist dann mit abgehauen. Jetzt muss ich das neu bauen. Mal gucken, ob es jetzt dann funktioniert. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt hier die... Ach, super. Au, jetzt kann ich das bauen. Nice. Okay, das lag dann nur an dieser Wand. Ja. Alles klar. So, dann habe ich jetzt das Problem, wenn ich das jetzt hier nämlich weghaue, dann geht das... Also wenn ich das weghaue, dann geht das auf jeden Fall auch weg. Tada. Genau das meinte ich. Okay, gut, damit kann ich noch leben. Okay, jetzt muss ich das da genauso wieder hinbauen. Jetzt brauche ich hier wieder einen Boden. Und eine Wand. Nee, ich will die geschlossene Wand haben. Genau so. Okay, so dann baue ich das einfach mal wieder hin. Und es hat nichts mit dem Baum zu tun, weil das ging ja hier auf dieser Seite ja auch nicht. Also von daher Baum völlig irrelevant. Ja, schaut mal. Okay. Jetzt habe ich das. So, dann baue ich noch da das fertig. Ah, da fehlt auch noch ein Boden, ne? Quatsch, Entschuldigung. Ich muss einen Boden bauen. So, dann hauen wir den Mist da rein. Okay, perfekt. So ein bisschen Holz habe ich ja noch. Super, okay, dann hätten wir das auch. Gut, jetzt würde ich nämlich nochmal versuchen. Na, jetzt geht's. Ja, es ist nicht das geworden, was ich eigentlich wollte ursprünglich, aber was soll ich jetzt dazu sagen? Warte mal, wenn ich jetzt hier noch versuche, eine Schräge zu... Ach, das geht ja gar nicht, weil, oder? Weil da die Wand jetzt ist, ne? Okay. Es ist überhaupt nicht das, was ich eigentlich ursprünglich wollte, aber naja. Naja. Was soll ich jetzt dazu sagen? Nicht wahr? Okay, ich werde jetzt erstmal mit dem Auto rausfahren. Nein, ich werde noch nicht mit dem Auto rausfahren, weil Zaun, Tor noch nicht offen. So, aber jetzt. So. Gut. Dann hätten wir das schon mal. Dann kann ich jetzt wenigstens die Tröge bauen. So, dann mache ich jetzt mal ein... Einfach hier hin. Und den anderen mache ich knallhart... neben dem Baum. Wartet mal, ich mache den noch mal weg. Okay, gut. Mal so ein bisschen im Unterstand, ne? Ne, das ist immer noch nicht. Moment. Ja, jetzt ist es wieder zu nah beim anderen. Ach Mann. Ein Moment.
Ja. Nein. Ach Mann, wartet. Ich hab's gleich. Gleich hat es die Fanny. Okay, so, wartet. Dann mache ich die nochmal. Ja, so. Dahin. Ja, so, wartet. Mein Gott. Aber okay, so ist es halt, ne? Die Fanny, die muss halt eine Menge. Jetzt weiß ich nicht. Jetzt werden die garantiert auch hier so reinbacken oder so. Ich habe keine Ahnung. So. Kann ich damit leben? Ach, wisst ihr was? Ich baue das jetzt einfach. So. Ein bisschen Holz. Was kostet die Welt? Perfekt. Da ist auch schon Futter reingefüllt. Ja, ein bisschen brauche ich noch. Leider Gottes. Sehr gut. Dann kann ich ja auch schon mal. Oder auch nicht, weil ich das von der anderen Seite machen muss. Die Schilder hier bauen. Ja, also dann ist es okay. Also ich kann jetzt mit dem Unterstand so ein bisschen leben, würde ich sagen. Ist nicht genau das, was ich wollte, aber... Ja, ich gucke nur gerade. Ich traue den Frieden hier irgendwie nicht so richtig. Jetzt überlege ich gerade. Ah, egal, wartet. Ich mache das von außen. So. Nehme ich mal die Bretter mit. So, das ist denn hier für die Besucher, wisst ihr, die Beschreibungen. Wie nenne ich denn das? Aua, Entschuldigung. naja, ich. Schweine. Ja, ich nenne es jetzt einfach Schweine. Sind ja auch Schweine. Okay, natürlich auch noch farblich angestrichen. So, Area. Ja. Okay. Gut, dann nehme ich jetzt mal hier noch ein bisschen Farbe mit. Dann können wir auch gleich den Zaun ein bisschen streichen. So, das Tor wird natürlich wieder weiß, damit ich weiß, wo ich raus kann. So, einmal das hier noch. Tam-tam. Einmal dort und hier und wiederum hier. So, das müsste aber auch reichen von der Farbe.
Perfekt. Wunderbar. Dann brauche ich noch einmal weiß. Einmal, Entschuldigung. Einmal weiß. Da haben wir es. 8 Farbdingens habe ich noch in der Dose. Einmal dahin. Genau, wartet mal. Ich muss jetzt hier. Nee, muss ich das hier? Muss ich hier? Wo haben wir denn die Schilder? Sind die hier mit bei? Nee, die sind hier bei der Deko, ne? Ja. Okay, das hätten wir. Habe ich noch Holz? Habe ich nicht irgendwo Holz jetzt noch liegen lassen? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Oh Mann. Gut. So. Und da schreibe ich natürlich hin. Kühe. Annehmen, ja, genau. So, die weiße Farbe kommt wieder weg. Wunderbar. Jetzt mal ernsthaft, habe ich jetzt nicht irgendwie, oder habe ich das Holz jetzt aufgebraucht? Das kann natürlich sein, ne? Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Habe ich das jetzt irgendwie, ich bin total lost. Gut, okay. Dann ist es so. Mach mal die Tür zu hier. Warum geht... Tür? Dankeschön. Gut, so, dann hätten wir das auch. Und das ist jetzt einfach nur, ne, just for fun hier. Das hat jetzt hier irgendwie keine Bewandtnis eigentlich. Aber man will es ja ein wenig ordentlich haben, ne? Na du? Wollte mal kurz gucken. Poki, wann geht's denn los bei dir, sag mal? Ha? Du bist auch schon ganz schön gewachsen, ne? Mein kleiner Freund. So, wartet mal. Ich hätte da noch eine Idee. Weil ihr mir die Idee gegeben habt. Ich könnte ja hier einen Tisch hinbauen, damit hier keiner mehr durchläuft. Aber... Das ist so kontraproduktiv, oder? Wartet mal. Dann wäre das nämlich auch eine Absperrung für die Schweine. Und dann könnte ich nämlich die Schräge wahrscheinlich wieder hinbauen, wisst ihr? Aber natürlich erst, wenn das Schweinchen wieder draußen ist. So, und hier... Ich weiß nicht, wäre das sinnvoll, es auch hier zu machen? Ich weiß es nicht. Ich könnte aber theoretisch noch mal hier die Schrägen hinmachen. Damit es einfach wieder spaces aussieht. Nee, es ist... Die Seite. Porky, du musst da raus. Dankeschön. Dankeschön, Porky. Hm.
Und dann einmal hier. Ach ja. Ich sollte mir auf jeden Fall. Warte, ich sollte auf jeden Fall erstmal Holz holen. Sonst wird das hier mit dem Tisch nichts. Ich brauche dafür 9. Okay, ich hole mal noch. Anderen zwei. Wartet mal. Wo habe ich denn meine Säge eigentlich? Wo habe ich nochmal meine Säge? Wisst ihr das? Ich weiß, ich habe zuletzt hier gesägt. Also hier. Aber wo habe ich die Säge jetzt hingelegt? Ich habe die Türen aufgelassen. Ich habe die Türen aufgelassen. Oh Mann. Ah! Ich stepp ich. So, Gottes Willen. Ist doch gerade mal gut gegangen, ne? Jetzt mal ernsthaft, wo habe ich denn die Säge? Sonst kommen die. Fertig. Sonst kommen die nämlich da rein, ne? Okay. Ach, scheiße, jetzt habe ich. Oh, da sind ja die Babys! Jetzt habe ich keine Holzplanken. Ah, doch, hier. Eine fehlt mir noch. Ja, aber wo ist denn jetzt bitteschön mein Dingens? Meine Säge, verdammt. So, Babys haben wir jetzt. Sehr schön. Aber ich weiß immer noch nicht, wo. Ach, ich habe keine Ahnung, Leute. Wirklich. Okay, ich lege das jetzt erstmal dahin. So. Ja. Ja, die Fanny ist jetzt wirklich überfragt. Ich meine, ich könnte ja meine alte Säge holen. Wenn ihr das wisst, wo die ist, ja, dann bitte in die Kommentare damit. Oder ich bin so mega blind, dass ich hier schon wieder 30.000 Mal vorbeigelaufen bin. Aber, naja. Die andere Säge, die müsste ja irgendwo hier liegen, oder? da steht sie. Das ist ja hier meine alte Säge. Dann komm, ich werde erstmal hier meinen Benzinkanister nehmen. Habe ich die vielleicht an einer. Wie heißt denn das? Am Gewächshaus? Muss ich gleich mal gucken. Aber ich hole jetzt erstmal die Säge. Zur Not. Ich weiß echt nicht, wo die andere sein soll. Ich hatte die, meines Erachtens, hatte ich die nämlich im Anhänger. Und weil der ja so merkwürdig umgekippt war, aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann. Ist die jetzt weg, oder? Oder liegt die irgendwie unterm Anhänger? Ich habe jetzt natürlich auch nicht drauf geachtet. Nee, ne? Sieht nicht danach aus. Seltsam. Gut.
dann ist es halt so. Ich muss jetzt auf jeden Fall nochmal die Säge auffüllen. Weil ich brauche noch zwei Bretter, beziehungsweise ein Brett. Genau. So sieht's aus. So, dann machen wir. Mal ganz kurz ein auf diesen. Ja. Aha. So. Aber eigentlich müssten die doch da rauskommen, oder? Die dürfen. Ach, Mann, Leute. Was wollt ihr denn hier alle in der Ecke? Ihr kleinen Scheißer, ey. So. Weg. Du kommst jetzt. Ja, okay. Wegen den Babys, ne? Ja, so. Ja, ich sollte die erstmal anmachen, ne? Oh, hat sie das rausgeschafft? Hat sie das allen Ernstes rausgeschafft? Ach, scheiße. Ich brauche einen Tisch. Gib mir den Tisch. Tisch? So. Scheiße, das reicht nicht. Ah, so, ich muss mich beeilen. So. Ach, jetzt braucht die auch noch so verdammt lange hier die Säge. Mach aus. Ah, ist wieder dunkel. Kein Problem. Huch. Nein, jetzt sind die wieder drin, oder? Ja, okay. Wartet mal. Vielleicht sollte ich einfach. Den fesseln. Und jetzt einfach mal die Tür wieder aufmachen. Vielleicht kommen die wieder raus. Oder die schlafen jetzt einfach und ja, das war's dann. Okay, pass auf. Ich werde jetzt einfach mal schlafen gehen. Ah, das muss doch echt jetzt wirklich. Moment, erstmal Tor zu machen. So, ich gehe mal kurz hier auf meiner Matratze pennen. Okay.
So, jetzt muss ich mal ganz kurz warten. Ja. Ach du Scheiße. Also irgendwie macht ihr mich wahnsinnig, wirklich. So, ich hoffe, es funktioniert jetzt ein wenig. Ansonsten habe ich ein Problem. Ach je, so. Ich werde jetzt noch mal ganz kurz gucken hier, ob hier mein Futtersilo gedingst ist. Okay, super. Habe ich wieder voll gemacht. Ich mache das jetzt hier auch noch mal. Oh. Ja, ich sehe es schon. Das wird echt noch mal ein Problem werden, aber gut. So ist das halt, ne? Gut, meine Lieben, dann würde ich sagen, wir haben es jetzt weitestgehend hinbekommen. Ich frage mich trotzdem noch, wo meine alte Säge ist. Ich weiß es nicht. Also die andere Säge, die bessere. Wir haben jetzt ja, den Unterstand soweit gebaut. Dann können die Kühe bald einziehen. Das da mache ich mal weg, weil das nervt mich ja doch ein bisschen. So, auf der anderen Seite auch noch mal. So, ich hoffe, die Schweine gehen da nicht rein, weil die Tische jetzt dort im Weg sind. Ihr habt mir dazu diesen Tipp gegeben. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Bei den Babyschweinen bin ich mir jetzt noch nicht sicher, ob das da irgendwie funktioniert. Ich habe keine Ahnung, ob die da rein können. Ja, jedenfalls, wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen, vielen Dank für eure ganzen Kommentare und auch die Diskussion, die auch so wegen des Spiels entfacht werden, ja. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann trotzdem in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich versuche aus dem Spiel das Bestmögliche zu machen. Denn es hat ja Potenzial. Ne? Das hat ja Potenzial. Und ich bin ja immer noch guter Dinge, obwohl ich manchmal echt angepisst bin. Aber es merkt ihr halt nicht, ne? Das merkt ihr eben nicht. Und das ist ja auch die Hauptsache. So, in der nächsten Folge, wie gesagt, werde ich dann wahrscheinlich nochmal Öl verkaufen. Dann werde ich diese Fleischkühe kaufen und ich muss unbedingt mich um meine Hühner kümmern und um mein Gewächshaus. Aber das kann ich jetzt eigentlich auch noch offscreen machen. Also meine Lieben, macht es gut, habt einen super schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye bye.